Hey, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr reinschaut. Ich bin ja hier so ein bisschen verdeckt immer durch Laptop und Tisch. Und eigentlich müsste ich, ich habe so zum Ehren von Franco, habe ich ein T-Shirt angezogen. Das müsste ich euch, oder will ich euch mal kurz zeigen. Ja, lieben Gruß. Das aber nur nebenbei. Ich begrüße euch zu einem weiteren Sortenbericht auf jeden Fall von, mal schauen wir uns heute an, Black Cherry Punch. Was kann es Schöneres geben? Mitten im Sommer eine neue Sorte, die nach fruchtigen Kirschen schnuppern lässt. Ja, das möchte ich mir mit euch natürlich genauer anschauen. So, ich schaue mal den mal an mit euch. Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, viele nennen ihre Sorten auch nur so, aber die hat wirklich nach Kirsche gerochen oder riecht nach Kirsche. Ja, bei dieser Sorte handelt es sich übrigens glücklicherweise um unbestrahlte Blüten. Sehr schön, das lobe ich mir. Ja, dieser Strain ist wohl eher ein Sativa-dominanter Hybrid. Und wenn man ihn von der Nähe betrachtet, dann sieht man auch dass er so hellgrüne Blüten eher hat. Ich hoffe, ihr seht das hier in dem Licht. Mitunter sogar so lila Untertöne. Ja, man sieht auch so orangefarbene Blütenhärchen. Die sieht man ja auch nicht überall. Und auch diese Sorte ist sehr kompakt. Und hat schöne Trichome. Ja, süße und fruchtige Aromen erinnern an Kirschen oder Blaubeeren, kommen aber erst richtig nach dem Grind zustande. Es hat aber auch richtig andere geile Terpene von Limonen, finde ich. Andere berichten auch von einem holzigen Geruch. Hat aber auch wirklich andere geile Terpene, so Limone, und andere berichten ja so von Geruch von einer Backstube. Kann ich zwar nicht ganz folgen. Ja, kommen wir nochmal zum Aussehen. Wenn man es aus der Nähe betrachtet und richtig so anleuchtet, dann sieht man wirklich die glänzenden Trichome. Leider eher kleine Buds, die aber sehr kompakt sind. Und nach dem Grind sieht man wirklich, dass man auch eine gute Ausbeute hat. Mir ist sogar das Black deutlich ins Auge gestochen. Also gute Arbeit. Ja, und nun kommen wir zum bekannten Drücktest. Ihr müsst jetzt ganz still sein. Jetzt kommt der Drücktest. So, schaut euch noch mal kurz die Blüte an. Ich hoffe, das Gummizeug stört jetzt nicht. Ich mach's mal so, dann geht's noch ein bisschen besser. Ja. Und der drückt es. Ja. Ist jetzt nicht wirklich. Also auch ihr habt nichts gehört, wir haben auch nichts gehört. Es ist so ein bisschen mehr feuchter noch. Oder anders zu grinden. Nicht so knusprig wie andere Sorten. Das zum Drücktest. Ja, Black Cherry Punch hat einen THC-Gehalt von 22%. In den Apotheken sind diese Blüten übrigens als Hawaii 22-1 BCP erhältlich. Ja, Black Cherry Punch ist ein Sativa-dominanter Hybrid. Und in unserer Apotheke haben wir es auch diesmal wieder für unter 10 Euro bekommen. Also auch die Sorten insgesamt sehr preisstabil. Preise unterscheiden sich natürlich je nach Apo, wie ihr wisst. Also auch bei dieser Sorte kann man sagen, es ist echt ein fruchtiges Angebot zu einem fairen Preis. Ja, Black Cherry Punch kann unter anderem analgetische, appetitanregende, aber auch schlaffördernde Eigenschaften haben. Bei mir hat es zumindest so gewirkt. Und ich sage immer, dass man das auf jeden Fall testen sollte, weil das hier bei jedem auch etwas anders anschlägt. Der Black Cherry Punch ist eine Kreuzung des Züchters Inhouse Genetics. Wir haben auch mit den Eltern gesprochen und haben herausgefunden, dass Black Cherry Pie, also Blackberry Kush mal Cherry Pie, und Purple Punch, also Larry OG und Grand Daddy Purple, kombiniert ist. Also sie erträgt einen beeindruckenden Stammbaum Kusch und Afghani und hat zudem afrikanische Einflüsse.
Ja, angebaut werden diese medizinischen Blüten, wie gesagt, in Afrika von der Firma Chronico. Ja, diese Firma ist zwar nur ein Kleinerzeuger von hochwertigem Cannabis, aber dessen Anlage, die sich im Herzen der südafrikanischen Weinbauregion Westkap befindet, wo übrigens auch der Micha war, vielleicht habt ihr die Folge von ihm gesehen, ja, die kann sich wirklich sehen lassen. Auch sie sollen sich in verschiedenen sozialen Projekten der Region engagieren, wie wir gelesen haben. Ja, und jetzt seht ihr noch unsere Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Ja, wie immer weise ich darauf hin, dass der Terpengesamtgehalt und die Verteilung der Chargen naturgemäß variieren können. Ja, wir haben also Limonen mit einem riesigen Anteil von 37%, Cariophyllen mit 18%, Linalool mit 13%, Mycren mit 9%, Humulen mit 8% und dann noch die sonstigen mit 15%. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Zusammenfassung. Black Cherry Punch ist ein sativa-dominierter Hybrid von Inhouse Genetics mit einem THC-Gehalt von bis zu 22% und einem THC-Gehalt von bis zu 1%. Der Terpenanteil liegt bei 1,5% und der Geschmack ist einzustufen als fruchtig, aber auch erdig süß und unter 10 Euro zu erwerben. Ja, und jetzt noch zum Resümee. Also nach meinem ersten Test konnte ich schon behaupten, einen kleinen Punch kassiert zu haben. Also die kischige Note, die man am Anfang riecht, schmeckt man leider nicht so wirklich. Aber trotzdem schmeckt es natürlich angenehm und das ist ja, meiner Meinung nach auch sehr sedierend. Die kleinen Buds haben also doch mehr Power, als man erst so denken mag. Ich mag lieber größere Buds, aber das ist alles, ja, Meinungssache. Ja, und über Wirkungen aussehen, darüber also hinwegsehen. Und es liegt wahrscheinlich auch in der Charge. Also die unterscheiden sich auch öfter. Es gibt Chargen, da hast du größere Buds und dann wieder Chargen, da hast du kleinere Buds. Kennt auch jeder. Ja, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, wie immer, von Hawaii echt günstiges Angebot. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, bin ich gespannt, welche Eindrücke ihr so bei der Sorte gehabt habt und wir sehen uns beim nächsten Sortenbericht. Bis dahin.